Wenn ich die Aufmerksamkeit vom Kollegen Kippels auch haben könnte, der ja gerade hier dazu gesprochen hat. Herr Kippels, Sie haben jetzt gesagt, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht durchaus Sinn macht, auch wegen einem gewissen Fremdschutz. Kennen Sie die Studie von Hansen beispielsweise, die festgestellt haben, dass nach 90 Tagen der Impfung bei BioNTech die Wahrscheinlichkeit eines Geimpften, sich zu infizieren, 1,5-mal so hoch ist wie bei einem Ungeimpften bei Omikron? Dass wir seit Omikron eine komplett andere Lage haben in Bezug auf den Fremdschutz, der nämlich durch die Impfung nach 90 Tagen sich ins Negative verkehrt, und dass natürlich auch der Eigenschutz entsprechend bei Omikron durch die Impfung nicht mehr relevant vorhanden ist, weil 72,6% derjenigen, die in den letzten 4 Wochen auf die Intensivstationen gekommen sind, in den letzten 6 Monaten eine Impfung erhalten haben, und dass damit mehr Menschen sind, als dieser Anteil an der Gesamtbevölkerung ist. Das heißt, wir haben weder einen relevanten Eigenschutz noch einen relevanten Fremdschutz bei der Impfung. Und wie können Sie unter solchen Umständen sich dafür aussprechen, dass man eine einrichtungsbezogene Impfpflicht in irgendeiner Weise weiter braucht? Verehrter Herr Kollege Siechert, Sie haben eine Studie zitiert, von deren Richtigkeit Sie ausgehen. Aber in dem Vortrag von Professor Wieler gestern ist auch darauf hingewiesen worden, dass das RKI sich permanent mit zahlreichen Studien auseinandersetzt und daraus im Sinne einer soliden wissenschaftlichen Arbeit eine Mehrheitsmeinung herausarbeitet. Das ist im Rahmen dieser Empfehlung geschehen, und deshalb werde ich es mit Sicherheit nicht vornehmen, mich einer einzigen Meinung anzuschließen, nur weil die vielleicht Ihrem Meinungsbild besonders gelegen kommt.